Okay, das sah mir relativ blau aus. Ja, hier hat man noch länger Zeit, aber man schafft es gut vom Zeitlimit her. Das passt schon. So, das war dann Nummer 3. Und guck mal da, die Augen von den Pferden. Von den Rössern. Kann ja durchaus sein, dass sie gleich zum Leben erwachen. Ah, die ist verriegelt. So, jetzt gehen wir nochmal so auf die andere Seite. Können wir da in Ruhe schauen. Ja, die Augen. Die leben definitiv. Das erinnert mich an die Magie, die auch diesen Koloss von Rhodos durchtränkt hat. Das wird hier dasselbe Spiel sein. Schade. Okay, das war jetzt ärgerlich. Ich dachte, dass wir auch von hier aus greifen können. Aber das ging dann doch nicht. Ich find's mal so geil. Ja, Kratos, du hast doch gar keine göttlichen Mächte mehr. Oder Kräfte mehr. Und dann überlebt er einfach so einen 20-Meter-Sturz. Und schüttelt das ab, als hätte er sich einmal den Knöchel verknackst. Nicht mal. Als wäre ihm eine Fliege irgendwie auf die Stirn geflogen. Und er hätte sich einmal eben selbst geslappt. Schlimmer war das nicht. Muss das doch können. Das muss doch von hier aus gehen, oder nicht? Warum geht das denn von hier aus nicht? Hä? Verstehe ich jetzt gerade nicht. Warum kann ich denn das Ding nicht mehr ranspringen? Ah, doch. Ich wollte gerade sagen, hä? So. Was wird nun geschehen? Können wir die Rösser befreien? Okay.
Okay, wow. Okay, wow. Also mal ganz im Ernst, das war verdammt episch. Das war wirklich verdammt episch. Eine richtig geile Idee. Keine Ahnung, wie man auf sowas mal kommt. Auf jeden Fall werden wir jetzt hier erstmal nochmal abspeichern. Wie sie einfach den ganzen Tempel daran gezogen haben. Damit wir als halt jetzt die direkte Verbindung auf die Insel haben. Wahnsinn. Hier kommt man nicht hin. Aber so wie es aussieht und so wie ich das verstehe, soll man da auch nicht hin. Gib Patschehändchen. War das jetzt schon alles oder kommt da nochmal irgendwie welche nach oder so? Ich hab doch geblockt! Nein! Oh, ich kann ihn noch. Ich kann ihn noch. Ich muss sagen, ich finde es ganz schön, dass sie sich trotzdem noch neue Ideen haben einfallen lassen. Also hier diese Orbs zum Beispiel von Kronos. Ich finde das ganz passend, dass Kronos halt auch so eine Blitzkraft hat, weil das ja im Prinzip bedeutet, dass sein Vater Zeus die auch von ihm hat. Zumindest würde ich mir das jetzt mal so herleiten. Du musst zur Insel zurückkehren, Kratos. Deine Reise zu den Schicksalsgöttinnen gerade ist begonnen. Ich muss zur Insel zurückkehren. Ich find's immer noch dumm, dass die Stimmen so leise sind. Das nervt mich ein bisschen. Hä? Was war das denn? Okay, der Weg ist wahrscheinlich relativ lang, wobei es geht sogar. Aber ein cooler Ausflug auf jeden Fall, eine nette Sightseeing-Tour. Ich habe viel gelernt. Und wir haben Theseus verprügelt. Huch. Ja, da ist der Tempel. Da sehen wir ihn. Wie weit ist dieser Weg bitte, ey? Aber gut, dass wir auf diesen Kettengliedern jetzt nicht unbedingt von Harpien geärgert werden. Das wäre... Oh, nee. Was passiert da? Das wäre nochmal die Höhe. Und hoch da. Oh, offensichtlich kann ich jetzt da hoch. Die Rösser der Zeit. Auch da muss man wieder sagen, also von der Präsentation her ein ganzes Stück über dem ersten Teil. Keine Ahnung, was das für kleine Pimpfe sind. Hier.
Wollte gerade sagen, da muss irgendwas sein. Sah schon so aus. Auch wenn das eine sehr enttäuschende Ausbeute ist. Es fehlen immer noch 2000 Orbe. Oder Orbs. Was ist eigentlich die Mehrzahl davon? Orbe? Orbs? Ich würde sagen Orbs. Waren das jetzt nur 15? Das war ja lächerlich. Das war ja wirklich lächerlich. Okay, die explodieren sogar. Ich sag's noch und lauf da trotzdem rein. Okay, ich kann in den Tempel rein. Offen gestanden möchte ich das noch nicht. Aus verschiedenen Gründen. Hier zum Beispiel haben wir einen dieser Gründe. Könnt ihr mir mal mehr Orbs geben? Das ist echt ein bisschen lächerlich. Schön, ein Gorgonenauge. Sowas habe ich mir zum Beispiel gewünscht. Auch wenn ich eigentlich eher Phönixfedern brauche. So, hier unten muss ja auch noch irgendwas sein. Frage ist, was? Hier ist auf jeden Fall eine Höhle. Es ist auch eine Truhe. Es ist eine Phönixfeder. Ich finde es schön, dass das Spiel mich manchmal doch erhört, offenbar. Ich werde verstanden. Es hat 29 Jahre und ein Computerspiel gebraucht, bis ich dieses Gefühl empfinden konnte. So. Was machen Sachen? Okay. So alleine wird das offenbar nichts. Was passiert hier? Der Leichnam ist im Weg, würde ich mal sagen. Ansonsten kann man da bestimmt auch rüberspringen. Da kann man nichts kaputt machen. Da auch nicht. Hier auch nicht. Das sieht alles nicht so aus, als könnte man es kaputt brechen. Hier passiert nichts. Hier passiert auch nichts. Zumindest aktuell noch nicht. Man weiß es nicht. Man munkelt. Yay! Mana nimmt zu. Ich nehme mal an, dass wir noch dreimal erhöhen werden. Pro Stat. Was passiert hier? Okay, da fahren die so nach oben, dass man halt wieder hoch kann. Aber auch da bringt uns das nicht besonders viel, weil wir nichts da drauf lassen können. Kann man den nicht wieder zurückmachen? Nee. Aha.
Tja. Als hätte ich's geahnt, ne? Okay, schwimmen können wir offenbar noch ganz normal. Und atmen unter Wasser. Okay, ich dachte gerade, da könnte noch was sein. Aber da war nichts. Nun sind wir auf der anderen Seite. Hier ist wieder dieses Symbol. Guck mal. Dieses God of War Symbol. Was ist das? Sie haben das Moiren-Amulett erhalten. Amulett der Moiren. L1 halten und R2 drücken. L1 halten und R1 drücken, um mit dem Amulett die Zeit zu bremsen. Die Statue der Moiren leuchtet, sobald sie in Reichweite sind. Die gelbe Anzeige zeigt an, wie viel Ladung sie noch haben. What the dick? Okay, das ist... Das habe ich jetzt nicht erwartet, dass wir hier so Zeitspielereien noch haben im Gameplay. Und nicht nur als, ja, sie versuchen halt damit an den Punkt zurückzureisen, als Zeus sie noch nicht gefistet hatte. Aber offenbar bekommen wir es auch zwischenzeitlich als Gameplay-Element. Ich meine, Zeitspielereien sind natürlich immer ganz cool. Das Relikt, das du hältst, ein Amulett der Schicksalsgöttinnen, lässt dich rasch durch die Zeit bewegen, während alles um dich langsamer wird. Okay, das heißt, ich muss eigentlich darauf gehen. Die Frage ist, ob man das auch anständig im Kampf benutzen kann. So, und immer wenn wir so ein grünes Irrlicht da haben, können wir offensichtlich diese Kraft, die Zeit, sie ist verlangsamt, sie ist nicht stehen geblieben, sie ist verlangsamt, können wir die einsetzen immer dann. Hallo Athene. Höre, gefallener Gott. Niemand entgeht dem Urteil der Moiren. So ist es bestimmt. Nur der Tod erwartet dich am Ziel deiner Reise. Mein Tod stand am Anfang dieser Reise. Die Moiren halten keinen Sieg für dich bereit. Deine Seele endet niemals drin, denn das ist dein Lohn. Ich bin, was die Götter mich machten. Ja, er hat offenbar auch keine Liebe für Athene übrig. Geil. Wir wollen uns jetzt noch die Truhen holen. Eine Phönixfeder. Das geht Schlag auf Schlag hier. Und hier drüben war noch eine Orbtruhe. Nein! Nein! Und ich hatte so sehr gehofft, dass sie wegbleiben. Wir lassen dich dein Schicksal nicht ändern, Kratos. Also ich kann jetzt natürlich nicht genau sagen, was sie da von sich gibt, aber ich nehme mal an, es ist so nach dem Motto. Du wirst hier sterben, Kratos, bla 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 Bullshit.
haben die gerade überhaupt keine Chance gegen mich. Ich kann ja sogar Magie einsetzen. Wir lassen dich dein Schicksal nicht ändern, Kratos. Sind das jetzt gerade diese komischen Mäuren, die da reden? Ich will wissen, warum die nicht sterben. Niemals wirst du in unseren heiligen Tempel gelangen, Kratos. Okay, ich muss jetzt langsam mal weg. Oh! Da ist die Insel. Tja, und Athene will natürlich nicht, dass wir die Insel erreichen. Und versiegelt sie. Auch endlich mal tot. Höhe. Ja, stimmt ja. Die greifen immer zweimal an. Da muss ich drauf achten. Sonst können die nämlich ein echtes Problem werden, die Teile. Ah! Komm schon, jetzt machen wir das. Der will noch. Meine Güte nochmal, die hauen aber auch rein, die Teile. Dafür bin ich aktuell echt noch nicht stark genug. So, jetzt müssen wir noch irgendwie den Schädel von Athene zum dritten Mal zermatschen. Denn offenbar kann die Gute nicht genug davon kriegen. Ich find's auch geil, wie mittlerweile Kratos einfach nur so eine I don't give a fuck Attitude hat. Die Götter, ne, und die Griechen halten ja große Stück auf ihre Götter. Das ist ihm alles so egal. Ich meine, gut, man darf ja auch nicht vergessen, was die Götter von ihm verlangen mittlerweile, was sie ihm abverlangen. Das ist ja durchaus ziemlich harter Tobak. Vorhof des Schicksals. Oh no. Yo. Ich habe befürchtet, dass es eines Tages passieren würde. Und so Stacheleber? Okay, das ist witzig. Ich kann die Zeit leider nicht anhalten. Nein! Was fällt ihm denn ein? Okay, er hat den Kopf abgeschmissen. Auch nicht schlecht. Gut. Thank you.
Wir haben den Zyklopen getötet. Und es kommt direkt noch einer. Ich hasse euch. Oh, scheiße. Okay, es ist tatsächlich eher sicherer, diesen Ding so abzuschließen. Ich wollte gerade sagen, come on, ich habe dich mit so viel Zeug abgeballert, da muss jetzt irgendwie was passieren. Ja, ich habe mir tatsächlich schon gedacht, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis hier auch so Zyklopen und so auftreten werden. Denn die sind einfach zu ikonisch, genau wie die Minotaurus, um nicht aufzutauchen als Gegnertypen. Schlag mich doch ruhig. Einfach so geil, dass seine Klingen eine solche Reichweite haben, dass er sie halt wirklich umherwirbeln kann wie Peitschen. Das erinnert mich total an Fury aus Darksiders. Wo führt ihr das jetzt noch hin? Das war doch garantiert wieder was anderes, oder nicht? Nee, doch nicht. Ah nee, das war der Ort. Ja, das kann er ab. Okay. Aua. Wo bringt mich das denn hin? Da ist ja nichts, oder? Das nützt nichts. Man kommt damit nirgendwo hin. Okay. Das heißt, das Erste, was wir machen, ist doch eher hier hoch. Ich kann mir schon ungefähr vorstellen, was wir tun sollen. Wir sollen die Dinge ablenken, indem wir die Statuen dahin fahren. Was bringt das eigentlich? Okay. Okay, danke für nichts. Das hat irgendwie jetzt noch nicht so... Ah! Ich habe eine Vermutung, wenn wir das jetzt so machen... Können wir das Ding dann rüber kicken? Mit voller Stärke? Yep. Nice. Tja, da guckst du blöd, Athene, was? Wir trotzen deiner Macht, deiner göttlichen Macht. Athene, ich glaube, das wird dir nicht gefallen.
Sie haben es versucht, aber sie konnten mich natürlich nicht halten. Denn ich bin Kratos. Der Schrecken der Götter. Ja, was immer dahinter sein soll. Ich kann da noch nichts in irgendeiner Art und Weise erreichen. Ich wüsste zumindest nicht wie. Kann man da von hier oben noch irgendwie ran oder so? Ich weiß es nicht. Hier nichts gesehen. Wüsste ich nicht, was man da machen können sollte. Von daher lassen wir das erstmal. Ja, wir haben den Tempel geschafft. Das bedeutet, dass wir uns jetzt der Insel hingeben können. Der Insel der Schicksalsgöttinnen. Ich bin gespannt, was das für uns offen hält. Aber das werden wir natürlich erst beim nächsten Mal sehen, wenn es wieder heißt Let's Play God of War 2. Seid auf jeden Fall dabei und denkt natürlich immer daran, I want you for an adventure.